NFC The Cage Fight Night am 29. Juli in der atemberaubenden Seebühne in Magdeburg. Mit dabei Pantelei Taran, Emilio Kessua, Kevin Enz, Karan Mosebach, Arian Topalai, Lasha Abramishvili und viele, viele mehr. NFC und The Cage live bei Fighting auf YouTube oder als Pay-Per-View auf fighting.de. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde, zur NFC The Cage Fight Night live aus Magdeburg. Die wunderschöne Seebühne im Elbauenpark, sie füllt sich langsam. Ausverkaufte Hütte wird es hier heute sein. Mein Name ist Marc Bergmann, ich darf euch durch den Abend führen mit einem der besten Schwergewichte Deutschlands an meiner Seite. Die Rede ist nicht von Andreas Kraniotakis, sondern von Tom Höhnemann, der hier in Magdeburg trainiert und uns heute durch den Abend führen wird, Tom. Genau, moin Leute, ich bin's Tom. Ich wurde gerade eben schon passend vorgestellt. Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Wir haben eine richtig gute Fightcard, richtig gute Amateurkämpfe. Der Abend ist sehr vielversprechend. Kann man nicht anders sagen. Wir haben 4 Amateurkämpfe vor uns, dann wird es noch 9 Pro-Fights geben, einige Lokalmatadeure auf der Card. Und wir haben uns ja vor einiger Zeit schon angewöhnt, gar nicht mehr von Amateuren zu sprechen, sondern von Contenders. Und genau das werden wir heute so beibehalten und freuen uns auf den ersten von 4 Contender-Fights. Ein Duell im Catchweight bis 64 Kilo. Before I say another word, just know that my intentions were pure. But you can't stand to be in silence. All you can hear is your own voice, fueling delusion in you, and I'm just so sick of backing down. Mati Ulich, der Name des jungen Mannes aus Berlin. Und Tom, wir haben gerade schon gerätselt, ob es hier vielleicht um den Bruder von Martin Ulich handeln könnte, der vor einigen Jahren ja mal gegen Maurice Adolf unter anderem gekämpft hat. Die beiden aber nicht verwandt, nicht verschwägert, trotz des gleichen Nachnamens und der gleichen Gewichtsklasse. Bis 64 Kilo wird der junge Mann hier heute antreten. Ist sehr, sehr kurzfristig eingesprungen, gestern erst. Ist aber nach eigener Aussage fit, steht die ganze Zeit im Training und hat natürlich hier die Chance, auf großer Bühne zu überzeugen. Genau. Seine Bilanz ist 1-2. Dementsprechend möchte er heute natürlich einen Sieg einfahren, um ja, seinen Rekord aufzubessern. Ich bin gespannt, was wir von ihm sehen werden. Seht es hier, Open-Air-Atmosphäre auf der Seebühne in Magdeburg. Malerische Kulisse für nicht nur Konzerte, sondern seit vielen Jahren auch Kampfsportveranstaltungen. Boxen war hier mehrfach. Auch der Veranstalter Sascha Poppendieck schon einige Male hier gewesen. Also geschichtsträchtiges Venue auch. Und du hast es gesagt, Bilanz verbessern, das ist das Stichwort für Mati Ulich. 3 Kämpfe bislang bestritten, nur einen gewonnen will heute. Also zumindest eine ausgeglichene Bilanz erzielen in einem Berliner Derby gegen Ibrahim Chatr. Chervano,
den sehen wir hier vor der Kamera vorbeitänzeln. 20 Jahre jung aus dem Spitfire Gym. Ein hervorragender Striker. Hat seine letzten beiden angesetzten Kämpfe abgesagt bekommen, habe ich gerade aus seinem Team gehört. Deswegen ist er froh, dass er jetzt hier kurzfristig einspringen konnte. War schon im Training, war schon fit, ist das ganze Jahr über fit. Und wir sehen da in seiner Ecke, hier geht Buck den Kopf des Spitfire Gym. Und da hält man große Stücke auf den jungen Mann hier. Ja. Ich wollte gerade sagen, das Spitfire Gym Berlin, ein sehr, sehr renommiertes Gym in Deutschland. Die Jungs, die aus dem Gym kommen, können kämpfen, das wissen wir alle. Dementsprechend ein sehr, sehr schöner Kampf, um diesen Abend hier zu eröffnen. Ja, die können kämpfen und die haben vor allen Dingen einen Haufen starke Wettkämpfer auch bei sich im Team. Also wenn man dorthin geht, selbst im Vormittagstraining ist die Matte dort brechend voll. Die haben starke Jungs aus dem osteuropäischen Raum, viele erfolgreiche Wettkämpfer, die Deutschland und europaweit kämpfen. Also da ist natürlich auch für Sparringseinheiten genug Material da. Das heißt, diese ganzen jungen Talente, die daherkommen, die haben von der Pike auf gleich die besten Voraussetzungen. Und damit geht es los mit dem ersten Contender-Fight des heutigen Abends. Wilder Start von Ibrahim, der direkt im Stand-up loslegt. Oh, starker Treffer von Matti. Herr Matti muss jetzt aufpassen, dass er hier nicht den Start verpennt. Hat schon ein paar gute Hände kassiert, lässt sich da in den Rückwärtsgang treiben. Ibrahim arbeitet mit sehr, sehr schöner Beinarbeit, kontrolliert ja die Mitte. Und trifft wirklich stark zum Kopf. Ja, also ich habe mich, wie gesagt, gerade mit den Trainingskollegen von ihm unterhalten aus dem Spitfire. Die haben sein Striking in den höchsten Tönen gelobt. Ich sehe jetzt, warum. Seine Amateurbilanz offiziell 2 Kämpfe, 1 Sieg. Aber ich glaube, der hat schon einige Kämpfe mehr bestritten. War bei der Gamma-WM unter anderem dabei. Nicht unerfolgreich. Hat eine Menge Fights also schon auf dem Konto. Und das sieht man auch. Er wirkt hier sehr, sehr gelassen. Sehr, sehr entspannt und ruhig, ja. Oh, starker Treffer, guter Schlagabtausch von beiden. Martin macht das hier aber auch nicht schlecht, lässt sich hier nicht stellen, bewegt sich. Also Ulich darf sich hier nicht zu sehr überwältigen lassen vom Schatter. Muss sich ein bisschen Respekt verdienen. Definitiv, der darf sich hier im Rückwärtsgang nicht wohlfühlen. Ansonsten gibt er die Runde ab, obwohl er auch gute Treffer landet. Wieder schöne Rechte über die Deckung drüber. Und das sind alles noch nicht die härtesten Hände, die Schatter hier schlägt. Es wirkt, als ob er erstmal so ein bisschen anzuboxen versucht, zu schauen, ob die Distanz stimmt. Extrem abgeklärt, mit gerade mal 20 Jahren. Ja, Ibrahim gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr schöne Bewegung. Und schau mal, immer wenn Ulich versucht zu kontern, ist Schatter diesen entscheidenden Schritt wieder draußen. Du hast die Beinarbeit gerade angesprochen, auch im Rückwärtsgang sehr, sehr beweglich, sehr, sehr effektiv. Er stellt Ulich hier immer wieder am Zaun. Erste Runde nähert sich dem Ende. Kampf angesetzt auf 3x3. Wie gesagt, wir sind hier im Contender-Bereich, deshalb die Runden ein bisschen schneller vorbei. Dementsprechend aber auch mehr Action. Es passiert mehr. Sehr, sehr starke erste Runde für die rote Ecke für Ibrahim Schatten. Ja, Ulich muss da ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Definitiv, er darf sich am Käfig nicht wohlfühlen. Vielleicht jetzt gleich von Anfang an die Mitte bestimmen. Aber ich denke auch eindeutig gegen die Runde, die rote Ecke.
Ja, ich glaube, Ulich hat da zu Beginn an ein bisschen zu viel Respekt gehabt vor Schatterl, weil er ein, zwei gute Dinger gleich kassiert hat am Anfang der Runde und hat dann nie so richtig einen Fuß in die Tür bekommen. Das muss er jetzt im zweiten Durchgang auf jeden Fall ändern. Wir haben es nochmal gesehen, Ulich hat versucht, da immer ein bisschen mit Kicks zu agieren, aber viel hat er nicht getroffen. Das heißt, immer wenn er sich mal ein Herz gefasst hat, dann ist das meistens daneben gegangen. Also der wird jetzt hier im zweiten Durchgang noch eine gehörige Schippe draufsetzen müssen. Ja, Ulich lässt sich hier gleich wieder an den Käfig bringen. Ibrahim wartet nur darauf, dass er nach vorne stürmt. Ja, der macht genau da weiter, wo er aufgehört hat in der ersten Runde. Und guck mal, jetzt dreht er das Tempo sogar ein bisschen auf, schlägt auch mal Kombinationen, schließt mit dem Kick ab. Sehr, sehr schöne Level-Changes. Sehr variabel. Strike auf alle Etagen, genau, das meine ich. Schönes Striking. Ja, und es ist so, wie wir es gesagt haben, Tom, in der ersten Runde hat er noch so ein bisschen locker angeboxt, hat geguckt, wie der Gegner reagiert. Jetzt dreht er hier auf. Jetzt schaltet er hier einen Gang hoch. Und Ulich, ich sag's nochmal, muss jetzt hier was machen. Kann er nicht so abwartend sein, kann er nicht auf Konter warten. Ich glaube, dann wird er hier auseinandergenommen. Er muss Ibrahim jetzt sein Spiel aufzwingen, um sich hier die Runde zu sichern. Schöner Treffer war drin. Ja, auch ein schöner Konter geschlagen von Ulich. Ja. Aber er muss da einfach einen Schritt nach vorn gehen. Mal versuchen, die Rechte durchzustecken. Ist da so abwartend mit dem Rücken am Zaun? Du hast gesagt, der fühlt sich am Zaun wohl. Das Gefühl hat man auch. Das ist gefährlich. Das kann sehr gefährlich enden. Vor allem im MMA mit dünnen Handschuhen. Auch wenn wir hier im MMA, Amateur-MMA sind mit 8 Unzen, trotzdem hat der Handschuh nicht wirklich viel Polsterung. Dementsprechend kann jeder Treffer auch in dieser Gewichtsklasse der letzte sein. Jetzt kam er gut nach vorne. Ja, schön getimed. Er hat auf den Drehkick gewartet und ist dann direkt nach vorne gekommen. Also er scheint hier tatsächlich eher so ein Konterfighter zu sein, aber das ist natürlich gegen einen selbstbewussten Striker wie Schatte sehr, sehr gefährlich. Ich meine, je mehr der trifft, je mehr Raum der hat, umso selbstbewusster wird der ja auch, umso mehr wird er auch machen. Ja. Also keine gute Strategie hier für Ulich. Starker Treffer von Ibrahim. Der wirkt wirklich sehr abgeklärt und erfahren. Kaum zu glauben, dass er erst 1-1 steht. Wie gesagt, das ist die offizielle Bilanz. Bei Amateurbilanzen kann man sich immer nicht so sicher sein, wenn die in verschiedenen Verbänden kämpfen. Ich weiß, dass die GEMAF zum Beispiel ausschließlich die GEMAF-Kämpfe registriert. Anders machen es andere Verbände natürlich auch. Dann gibt es noch Wald- und Wiesenveranstaltungen, sage ich jetzt mal ganz salopp, wo gar keiner Buch führt. Das heißt, es ist immer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie viele Kämpfe so ein Amateur tatsächlich hat. Also eins ist sicher, der hat mehr als 2 Kämpfe. Das merkt man ganz eindeutig. Ja, und die Kicks zeigen auch langsam Wirkung. Man hat es gesehen, Ulich hebt direkt das Bein an, hebt den Fuß an. Vielleicht jetzt doch nochmal ein Takedown von Ulich, um sich hier nicht wieder so untergehen zu lassen in der zweiten Runde. Aber jetzt ist es halt so, das heißt mal noch 10 Sekunden. Ja, wenn schöner ist, Kick. Genau, beim nächsten. Also wenn eine Pief, Pause und dann eine. Ja, das vermisse ich so ein bisschen bei Mati. Wenn ich einen starken Striker kämpfe, würde ich vielleicht doch eher zum Bodenkampf gehen oder ins Ring. Vielleicht sehen wir noch was in der dritten Runde, aber gegen einen stärkeren Striker auf einen Striking-Kampf einzulassen, ist schon mutig, sagen wir es so. Ja, zumal er den Gewichtsvorteil auch hat. Das Ganze hier, wie gesagt, kurzfristig angesetzt worden. Man hat sich auf einen Catchweight geeinigt von 64 Kilogramm. Schattel deutlich leichter, 59 Kilogramm. Hat darauf gepocht, dass Ulich hier abkocht auf 64. Same day weigh in, also die haben heute Morgen eingewogen. Das heißt, er wird nicht wieder viel aufgeladen haben, aber 65, 66 Kilo hat er mit Sicherheit auf der Waage. Schattel vielleicht 60, wenn es hochkommt. Das heißt, er hat hier massiven Gewichtsvorteil. Das kann er natürlich bei einem Takedown und mit einer Top-Position gut für sich nutzen. Also zweite Runde brauchen wir uns nicht unterhalten. Die geht mit Sicherheit auch an den Kämpfer aus dem Spitfire Gym. Das heißt, eigentlich braucht Ulich jetzt hier einen Finish, wenn er das Ding nicht abgeben will. Definitiv, da gehe ich mit. Von Anfang an Druck machen würde ich Ulich empfehlen. Ist immer alles leichter gesagt als getan.
Schalter direkt wieder mit einem harten Kick eröffnet. Schöner High-Kick. Da ist auch nichts Überhastetes dabei. Das wirkt alles durchdacht. Das hat alles Hand und Fuß. Alles technisch auch sehr, sehr sauber. Vielversprechender junger Mann. Ich sag's nochmal. Gerade mal 20 Jahre jung. Der Berliner Ibrahim Schatter. Auch schöne Fins sieht man im Amateurbereich echt selten. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Schau mal, wie der fintiert. Mit der Hüfte antäuscht, den Kick antäuscht. Also allein das zeugt schon davon, dass der Junge mehr als zwei Kämpfe hat. Oh, sehr schön gemacht. Den Kick gefangen. Bringt ihn hier zu Boden. Und das kann das Ende sein. Ja, und im Amateurbereich sind die Refs natürlich auch angehalten, ein bisschen eher abzubrechen. Das läuft nicht so lang wie bei den Pros. Und da sind schon ein, zwei gute Treffer, die da durchkommen. Schautere schaut da zum Referee. Es gibt vom Ref Philipp Neumann die Ansage, zurückzukämpfen. Ulich versucht hier nochmal zu sperren, aber kassiert weiter Hände. Und das war's. Starkes Schönes von Ibrahim. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, und ich sag's nochmal, der junge Mann hier ist mit nicht mal ganz 24 Stunden Vorbereitungszeit hier eingesprungen. War wahrscheinlich einfach nur als Betreuer mit dabei oder war noch gar nicht hier, ist einfach aus Berlin nachgereist. Ist ja nur eine Stunde entfernt, ist hier eingesprungen, hat wie gesagt seine eigenen Kämpfe zweimal abgesagt bekommen von Gegnern jetzt in den letzten Wochen. Ja, dafür hat er sich heute an Ulich gerecht. Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben das nächste Talent aus Berlin gesehen, aus dem Spitfire Gym. Zeigt auch wiederum, dass die Jungs da echt richtig gute Arbeit leisten. Und auch sehr, sehr starke Amateure an den Start bringen. Sieger des Kampfes durch TKO in der dritten Runde aus Berlin, Ibrahim Schatten. Also, das war doch mal ein Start nach Maß, Tom. So kann es gern weitergehen. Und es zeigt, dass die Amateurszene in Deutschland tatsächlich mehr und mehr wächst und da immer mehr vielversprechende Talente heranreifen. Definitiv. Ich habe es vorhin nicht umsonst gesagt. Wir haben ja echt richtig gute Amateure am Start. Vier Kämpfe, die genauso gut auch bei den Premiums stattfinden könnten. Dementsprechend haben wir bestimmt noch drei richtig starke weitere Amateurkämpfe. Ja, und der nächste Kampf hier, ein Duell ebenfalls im Catchweight, diesmal bis 68 Kilogramm, ist ebenso spannend. Mirko Thomas hier, junger Mann aus dem Passion MMA Stall aus Stockstadt am Main. Bekommst du zu tun mit einem Teamkollegen von dir, mit Max Koch, den ich selber schon ein paar Mal live sehen durfte, der ein richtiges Urvieh ist, wie man hier bei uns sagt, ein richtiger Charakterkopf. Beide können sehr, sehr gut kämpfen und ich bin extrem gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Mirko Thomas, einen Kampf bislang bestritten, den verloren, will also seinen ersten Sieg hier heute holen. Der Kampf ist allerdings auch schon eine ganze Weile her, war im September 2020 bei MMA Live 7 in Riesa. Auch da saß ich damals am Cage, hat das Ding in der zweiten Runde durch TKO abgegeben, aber meine, ich habe mich vorher noch mit ihm unterhalten, er hat sich seitdem massiv weiterentwickelt und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das heute zeigen kann. In zwei Jahren kann echt eine Menge passieren. Ich bin gespannt, vielleicht sieht man ihn heute einfach einen neuen Mirko Thomas. Ja, es sind ja sogar fast drei Jahre, wenn man mal schaut. Damals hat er noch im Weltergewicht gekämpft, auch das muss man sagen. Jetzt kämpft er hier bis 68 Kilo, also nochmal knappe 10 Kilo weniger auf der Waage. Das ist schon eine Ansage und ich bin gespannt, wie dieser junge Mann sich hier weiterentwickelt hat.
sieht immer so ein bisschen aus, als ob er gleich einschläft. Aber er sagt, das ist bei ihm ganz normal. Das ist wohl der Augenform geschuldet. Und so ein bisschen Tiefenentspanntheit kann ja auch nicht schaden für so einen Kampf. Ne? In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich auch immer. Je ruhiger ein Kämpfer, desto spannender wird es dann im Käfig. Mit dem Gassenhauer Sweet Caroline kommt er hier in den Cage marschiert. Max Koch, ein Magdeburger Urgestein, Trainingskollege von dir, Tom. Was für ein Typ ist das? Ich wollte gerade sagen, Max Koch, 4 Kämpfe, 2 Siege, 2 Niederlagen, hat unter anderem den The Cage-Titel geholt. 4 Kämpfe erst gemacht, trotzdem schon eine Legende hier in Magdeburg. Ja, der Typ ist einfach Kämpfer durch und durch, beweist bei jedem Kampf Kämpferherz. Bei seinem letzten Sieg, wo er sich den Titel geholt hat, wurde in der ersten Runde fast dreimal ausgechoked, kam in der zweiten Runde sehr, sehr stark zurück und beendet dann den Kampf vorzeitig. Ich glaube, wir können hier einiges erwarten von dem Kampf. Also, ich habe den ersten Kampf von ihm gesehen bei einer kleinen Fight Night in der Halle damals. Und dann dachte ich mir, was ist das denn für einer? So mit der Vukuhila, mit dem Oberlippenbart, sah ein bisschen aus wie so ein kleiner Verrückter. Und er hat auch gekämpft wie ein Verrückter, aber absolut positiven Sinne. Jetzt hast du die Up-and-Comer-Series angesprochen von The Cage. Anfang des Jahres im April. 2 Kämpfe an einem Abend gemacht. Beide gewonnen, das Ding nach Hause gebracht. Damit sozusagen aus einer Niederlage zurückgekommen. Also der kommt mit einer breiten Brust hier heute in den Kampf. Definitiv. Also bei Max können wir einiges erwarten. Ich bin sehr gespannt, was er heute hier anstellt. Koch, wir haben es gesagt, im positiven Sinne verrückt. Marc ist auch sehr, sehr aggressiv zu kämpfen, ist dadurch vielleicht manchmal ein bisschen zu offen. Ich habe die eine Niederlage von ihm gesehen bei der ersten The Cage-Veranstaltung im November letzten Jahres. Da hat er hinten raus konditionell auch ein bisschen abgebaut, weil er wahrscheinlich am Anfang zu viel wollte. Aber dafür sind diese Amateur-, diese Contender-Fights ja auch da. Das sind Lernerfahrungen und er setzt hier auf jeden Fall von Beginn an direkt einen Punkt. Schlägt da gute Hände durch die Mitte und klingelt ihn da gut an mit dem linken Haken. Definitiv, du sagst es, dafür sind die Amateurkämpfe da, um Erfahrung zu sammeln. Man sieht, Max ist hier der kleinere Mann. Er muss Druck machen, um nicht unterzugehen und trifft auch sehr, sehr gut im Vorwärtsgang. Darf hier nur nicht zu wild werden. Aber mit Sascha auch ein Urgestein im Striking in der Ecke, da kann eigentlich nichts schieflaufen. Ja, atmet allerdings auch schon wieder relativ schwer. Kann natürlich auch ein Stück weit die Aufregung sein, hier vor so einer Kulisse in der Heimat zu kämpfen. Hey, guter Treffer von Mirko. Ich
Mirko Thomas, der Größere der beiden. Ja, er macht das sehr gut, er kontert jeden Kick. Ja, steckt da auch schöne Kombination mit langen Händen. Muss seine Reichweite vielleicht noch ein bisschen besser nutzen, darf Koch nicht so oft rankommen lassen. Aber grundsätzlich macht er das hier ganz gut. Ja. Oh, die gute Maid-Bewegung von Max. Koch da auch schon mit einem kleinen Cut unter dem rechten Auge. Oh, erneut guter Treffer von Thomas. Kombination des Hessen, der nutzt seine Größe wirklich gut. Max darf jetzt nicht zu wild werden. Wurde hier gut getroffen. Du sagst es ja bereits. Schaden genommen im Gesicht. Ja, man sieht es, er kämpft jetzt so ein bisschen emotional. Das war in den Kämpfen, die ich von ihm gesehen habe, oft eine Stärke, weil er es ihm dazu geholfen hat, sozusagen sich durchzubeißen und nochmal am Ende zu gewinnen. Aber es kann natürlich auch ein Nachteil sein, und wenn er zu wild wird. Guter Takedown. Da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, Max ist so ein Kämpfer, der braucht Emotionen, um einfach noch mehr Leistung abzurufen. Und vor dieser Kulisse sollte ihm das eigentlich gut gelingen. Max in der Side Control macht das gut, aber auch Mirko verteidigt sehr gut, arbeitet hier so, dass Max nicht in die Guard steigen kann, in die Mount, man hat es gerade gesehen. Jetzt ist er allerdings in der Guard. Ja, Mirko jetzt hier in einer schlechteren Position, wenn Max das gut anstellt, kann er hier in den letzten Sekunden noch ordentlich Schaden anrichten. Also eine schöne erste Runde von Mirko Thomas, kann man nicht anders sagen. Hat er gut in den Kampf gefunden, aber Koch hat zum Schluss gezeigt, dass ja, mit ihm immer noch zu rechnen ist. Definitiv starke erste Runde, für mich sehr ausgeglichen, von beiden gutes Striking. Mirko mehr Schaden angerichtet, Max durch den Takedown kurz vor Ende. Ja, auf jeden Fall auch ein paar wichtige Punkte geholt. Bin gespannt, was die zweite Runde bringt, hier ist auf jeden Fall noch alles offen. Ja, sehen wir nochmal diesen Takedown in die Side Control. Thomas hat es dann geschafft, sich die Guard zurückzuerarbeiten. Und dann war die Runde leider zu Ende. Aber eins kann man schon mal sagen, Mirko Thomas hat sich definitiv weiterentwickelt seit seinem ersten Kampf von vor 3 Jahren. Und auf der anderen Seite haben wir Koch, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, der ist eh nicht tot zu kriegen. Also der wird hier bis zur letzten Sekunde weiterkämpfen. Ja, der geht heute auch 10 Runden, wenn es sein muss. Hat seinen letzten Kampf auch im Leichtgewicht gemacht, das Turnier da im April, jetzt hier bis 68 Kilo, also orientiert sich perspektivisch vielleicht in Richtung Federgewicht, oder? Ja, definitiv. Max ein sehr austrainierter Athlet bei uns im Team. Arbeitet jetzt hier direkt wieder am Takedown, hat gesehen, dass er damit mehr Erfolg hat als im Stand gegen Thomas. Ja, genau, das hätte ich ihm auch empfohlen. Wozu im Stand unnötig Schaden nehmen, wenn er das Ding am Boden vielleicht besser kämpfen kann. Ja, Mirko verteidigt auch sehr, sehr schlau und nimmt hier gleich den Underhook. Ja, bislang, Knie von beiden. Bislang gute Defense hier von Thomas, der wahrscheinlich auch darauf eingestellt war, dass da sofort der Shoot kommt. Also kräftezehrend natürlich jetzt hier für Koch, der da eine Menge Energie aufgewendet hat. Atmung fällt schon schwer, gerade ist ihm fast der Mundschutz rausgefallen. Ring zieht am meisten Kraft im Kampf, vor allem wenn du dann nicht zum Takedown kommst. Ja, und jetzt steht er hier in der Halbdistanz und muss im schlimmsten Fall mitschlagen. Die Arme sind schwer, die Arme sind sauer. Schöner linker Haken aufs Kinn. Und da ist tatsächlich bei Thomas der Mundschutz rausgefallen. Ja. Aber Thomas macht das gut, steht da sehr, sehr aufrecht, bleibt lang. Ja, Thomas wirkt auch sehr abgeklärt. Also der hat sich auf jeden Fall entwickelt in den letzten 3 Jahren. Versucht Koch jetzt hier auch immer wieder den Weg so ein bisschen abzuschneiden, ihn zu stellen. Schlägt auch nicht unnötig viel, sondern wählt sich seine Treffer. Aber guter Kampfkick jetzt.
von Koch. Es war schon fast ein Fußfeger zum Kafka. Ja. Schöner Takedown. Und schafft es jetzt sogar in die Mount zu steigen. Sehr, sehr stark. Und kann das Ding jetzt zumachen. Und das sieht sehr, sehr gut aus hier. Und das war's. Sehr, sehr stark gemacht. Der Referee Ceyhan Göckel geht hier dazwischen, winkt das Ganze ab, Tom. Und genau das haben wir gemeint. Max Koch sieht zwei Runden lang aus, als ob er im Prinzip das Ding abgibt. Und dann holt er so ein Ding aus dem Nirgendwo und finisht den Kampf. Was für ein Kämpfer er ist. Wirklich. Wieder überragend gemacht. Wieder Legendenstatus dazu gewonnen. Ja, sehen wir das Ende nochmal, Tom. Der missglückte Takedown-Versuch, das hat Thomas ganz gut verteidigt. Und dann hier dieser, ja, du sagst es im Prinzip fast ein Fußfeger. Und Fußfeger, da hat Thomas kurz gepennt. Lässt ihn passieren. Sieger des Kampfes durch TKO in der dritten Runde. Max Koch. Also der erste Sieg für das Heimteam von La Honda. Ein hart erkämpfter, ein spektakulärer. So kann es gerne weitergehen. Und wir machen auch direkt weiter mit einem weiteren Contenders-Fight. Diesmal wieder in einem Catchweight bis 64 Kilogramm. Aziz Zorro Taipur aus Dresden bekommt es zu tun mit dem Rostocker Marvin Miedley. Zorro Aziz Taipur aus Dresden auf dem Weg in den Cage. Seine Bilanz 8 Kämpfe, 7 Siege. Einen Großteil davon durch Rear Naked Choke geholt. Ein sehr, sehr starker Bodenkämpfer. Ich durfte selbst seinen allerersten Kampf kommentieren live. Haben uns vorhin noch drüber unterhalten, wir beide. Bei MMA Live damals in Riesa. Mittlerweile schon 8 Kämpfe auf dem Buckel. So schnell kann das gehen. Tritt hier an zu seinem 9. Fight. Und das MMA-Team Dresden, eine hervorragende Anlaufstelle, was vor allen Dingen Bodenkampf angeht. Zorro, extrem starker Mann. Ich war mit ihm zusammen in Schweden im Holster Gym. Wir haben 3 Wochen zusammen trainiert. Richtig, richtig guter Mann. Hat zuletzt bei The Cage einen Boxkampf absolviert. Also nicht nur starker Bodenkämpfer, sondern auch im Striking sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir sind Freunde. Er hat mir versprochen, heute eine Show abzuliefern. Und bei ihm können wir uns sicher sein, er wird eine Show abliefern. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ist ein absoluter Showman. Wir sehen schon so ein bisschen am Einlauf. Wie gesagt, der Rear Naked Choke, deine Lieblingswaffe. Aber du sagst es, natürlich ein hervorragender Allrounder. Und ich bin gespannt, wie er sich hier heute präsentieren wird. Das ist Marvin Miedley aus Rostock. Seine Bilanz 6 Kämpfe, 4 Siege, 23 Jahre ist der Mann jung.
Und auch er ist kein unbeschriebenes Blatt bei den Amateuren, hat unter anderem Bronze geholt bei den deutschen Meisterschaften 2021. Und dass das ein hochkarätiger Wettbewerb ist, das weiß niemand besser als du, Tom. Definitiv. Ich habe ihn bei der deutschen Meisterschaft gesehen. Es war in dem Jahr, wo ich selbst deutscher Meister geworden bin. Also auch kein unbekanntes Gesicht. Allgemein Rostock bekannt für gute MMA-Kämpfer, bei The Cage auch schon immer dabei gewesen. Jahrelang schon im Business, würde ich sagen. Das heißt, man kennt die Jungs. Ja, ich glaube, das wird ja wieder ein sehr, sehr starkes Duell zwischen Dresden und Rostock. Ja, Mikli, einer, der seine Kämpfe eher im Stand gestaltet, aber auch er kann Kämpfe durch Submission gewinnen. Hat bei der deutschen Meisterschaft beispielsweise mal einen guten Armbar geholt, kann ich mich erinnern. Also auch er ein durchaus solider Allrounder. Und du sagst es, die Jungs in Rostock da oben, die machen einen guten Job. Steven Kitzing, Urgestein der deutschen Kickbox-Szene, viele andere starke Jungs dort im Trainerstab. Also da kommt einiges von der Küste. Geht's in die erste Runde. Beide wirken sehr abgeklärt, tasten sich hier ab. Ja, beide sind für Amateure, für Contender auch schon sehr, sehr erfahren. Schon einiges gesehen und erlebt. Stürmen dementsprechend nicht gleich wie wild aufeinander los, sondern schauen erstmal, was der Gegner so anbietet. Zorro in der Rechtsauslage. Rechtsausleger immer schwer zu kämpfen. Auf jeden Fall eine Aufgabe hier für Marvin. Zorro macht da sehr, sehr stark, der wechselt seine Auslagen, um Marvin so immer in die Schlaghand laufen zu lassen. Ja, um ihn so ein bisschen am Bedenken zu halten auch. Sieht man immer wieder, dass junge Kämpfer tatsächlich in der Lage sind, beidseitig zu kämpfen. In der Regel haben sie eine Schokoladenseite. Bei Zorro ist das die Rechtsauslage, wir sehen es. Kommt da direkt aber die Ansage aus seiner Ecke nicht zu spielen. Also eher erstmal ein bisschen konservativ zu bleiben. Ja, so ein Kämpfer, der die Show liebt und auch eine Show bieten will. Kann natürlich auch gefährlich sein, aber er hat ein gutes Auge. Wir haben es da gerade nochmal gesehen, schön Konter geschlagen. Ja, Marvin muss jetzt ein bisschen mehr machen, der darf sich hier wieder nicht am Käfig wohlfühlen. Oh, gute Hände jetzt hier von Mikli. Schon gesagt, schon getan. Schön getimter Takedown hier auch von Zorro. Aktuell noch Schwierigkeiten, Mikli richtig zu kontrollieren. Der versucht wieder hochzukommen. Ja. Und das gelingt auch. Macht er sehr, sehr stark. Dennoch gute Kopfkontrolle von Zorro, bringt ihn sofort wieder runter. Versucht er jetzt natürlich zu passieren, das linke Bein von Mikli so ein bisschen abzudrücken. Aber der arbeitet da gut dagegen. Ja. Der nutzt sein Bein hier, um sich Platz zu schaffen, die Hüfte von Zorro nach hinten zu schieben. Ja, beide arbeiten sehr, sehr gut hier. Marvin schafft es wieder hochzukommen. Und Zorro macht das aber gut. Attackiert ständig auf allen Ebenen, geht mal kurz hoch, schlägt ein, zwei Hände, taucht sofort wieder ab zur Hüfte. Sehr, sehr stark gekontert von Marvin, aber als Zorro den Takedown holen wollte. Allerdings, jetzt gab es schon wieder einen Sweep und Zorro ist in der Oberlage, findet sich gerade in der Guard. Also nachdem wir in den letzten Contenders-Veranstaltungen häufig Kämpfer aus dem Raum NRW am Start hatten, aus Hessen am Start hatten,
sehen wir heute, dass der Osten durchaus auch einige starke Contender zu bieten hat. Was für ein hochklassiges Duell hier schon in der ersten Runde. Definitiv. Was für eine starke erste Runde. Beide wirken sehr, sehr abgeklärt. Schon fast kaum zu glauben, dass beide noch Amateure sind. Könnten genauso gut auch schon im Profibereich kämpfen. Sehr schöne Kombination von Mikley und den perfekt getimten Shoot von Soro. Sehr schöner Konter auch von Mikley hier. Also du hast es gerade gesagt, wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Nicht nur im Stand, sondern auch was das Ringen angeht. Also zweite Runde, wie gesagt, auch der Kampf hier angesetzt auf 3x3. Sofort wieder der Shoot-Versuch von Zorro, der offensichtlich Respekt hat vor den Händen von Mikley. Und da jetzt aber... Ja, da gab es einen Tieftritt. ...einen Tieftritt abbekommen hat. Das ist da im Scramble passiert, da wollen wir keine Absicht unterstellen. Wir schauen sicherlich gleich nochmal rein in diese Szene. Ja, definitiv keine aber Absicht, das kann passieren. So scheint er doch schon arge Schmerzen zu haben, hat bis zu 5 Minuten Zeit, sich zu erholen. So, steht jetzt zumindest schon mal wieder. Und kann weitermachen, nickt. Und weiter geht's. In derselben Position wie zuvor. Also Zorro soll hier auch keinen Nachteil haben durch diese unerlaubte Aktion des Gegners. Mikley steht aber trotzdem sofort wieder auf. Zorro wieder direkt an der Hüfte. Und trägt ihn hier durch den halben Ring. Sehr starker Takedown, auch sehr, sehr guter Schuh, wieder direkt abgepasst. Muss hier aus der Position was anfangen. Ja, und weil hier im Stream immer häufiger die Frage kommt, wo der Kollege Big Daddy ist und wer der neue Co-Kommentator ist. Big Daddy weilt im Urlaub. Beste Grüße gehen an ihn raus. Und wenn ein Schwergewicht nicht kann, fragen wir natürlich direkt ein anderes und haben Tom Höhlemann hier heute sitzen. Das beste Schwergewicht im Amateurbereich aktuell in Deutschland, Tom. Vielen Dank, dass du uns hier heute durch den Abend begleitest. Jawohl, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Und wir haben Zorro jetzt hier wieder in Oberlage, in Guard. Und er hat so ein bisschen, also er bekommt die Takedowns gut hin, aber er schafft es nicht, bislang nicht, Mikley unten zu kontrollieren, zu passieren, eine dominante Position zu erarbeiten. Das macht Mikley hier sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Also er kann bisher keinen Schaden am Boden anrichten. Redet hier gerade mit seiner Ecke. Vielleicht kann die ihm da weiterhelfen. Jetzt hat der Marvin zumindest gut festgemacht. 40 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, und dann wird das jetzt ja wahrscheinlich nach Punkten einfach nach Hause schaukeln. Und da merkt man aber auch, dass in der ersten Runde die Treffer im Stand gut gesessen haben müssen, dass Soro da auf jeden Fall den Standkampf vermeidet. Ja. Hat da definitiv Respekt vor den Fäusten von Mikley, der da in der ersten Runde durchaus auch ein paar Mal gut getroffen hat. Erste Runde war auch sicherlich die knappste. Seitdem hat Zorro mit seinen Takedowns wahrscheinlich das Geschehen bestimmt. Ich meine, ich bin kein Judge. Er versucht es jetzt hier nochmal mit dem Fußhebel. Und den bekommt er auch. Sehr, sehr stark gemacht. Schöner Eingang für den Fußhebel. Rechnen die wenigsten mit, dementsprechend guter Überraschungsmoment. Ja, er nickt mir zu. War ein Fußstreckhebel, wenn ich es richtig gesehen habe. Sieht man noch nicht mehr alle Tage. Aber sehr gut getimtes Ding. Auch nicht ohne Risiko, sich da nach hinten zu werfen. Ja, aber sehr, sehr schön gemacht. Wirklich. Hat die Lücke gesehen, hat das Ding bekommen. Und dann gibt es
Als Respektsbekundung nochmal einen Wurf. Nette Geste. Und hier sehen wir den Fußhebel nochmal. Lässt sich da fallen. Natürlich schwer rauszukommen, auch noch mit diesen Schützern. Ja, sehr, sehr stark gemacht. Also Zorro weiß, was er am Boden machen muss, um den Kampf zu beenden. Also Zorro hat wieder zugeschlagen. Mit einer weiteren Submission. Diesmal war es kein Choke, sondern ein Fußhebel. Freuen wird sie trotzdem. Ein weiteres Riesentalent im Amateurbereich. Definitiv, was ein starker Kampf für zwei Amateure. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Ja, und da haben wir auch nur noch einen Contender-Kampf vor uns, bevor es dann um 18 Uhr mit den Pro-Fights losgeht. Ein Duell im Leichtgewicht zwischen dem Stuttgarter Denis Basnakajew und dem Magdeburger Khalil Elbay. Denis Basnakajew aus dem Stuttgarter Kongs Gym, wo große Namen wie Christian Jungfert herkommen, Anastasios Ratsiuliadis, Sascha Sharma, viele andere. Schon erfahrener Mann, seine Bilanz 9 Kämpfe, 6 Siege. Tritt ja also schon zu seinem 10. Auftritt an. Aber hat hier mit Khalil Elbay heute ein dickes Brett zu bohren, Tom. Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben das Duell, was jeder MMA-Fan liebt. Den typischen Ringer gegen den starken Striker. Ja, ich bin gespannt, wer sein Spiel durchbringen wird und den anderen neutralisieren kann. Wieder sehr, sehr vielversprechender Kampf. Also wirklich sehr, sehr starker Amateurkampf für heute auf dieser Fightcard. Das ist wie gesagt der letzte Contender-Fight auf der Card. Danach geht es los mit den Pro-Duellen, die dann angesetzt sind auf 3 bzw. 5x5 Minuten. Dann wird auch wieder ohne Schützer gekämpft mit dünnen Handschuhen. Das hier also nochmal der letzte auf 3x3 Minuten angesetzte Kampf. Jahre jung, Khalil Elbay aus Magdeburg, 11 Kämpfe, 7 Siege,
1, ganz hervorragender Striker. Ich habe ein, zwei Kämpfe von ihm schon sehen können. Kennt nur den Vorwärtsgang, technisch alles sehr, sehr sauber. Extrem hohes Tempo, extrem hohes Volumen. Also das wird jetzt eine Action-Fight, glaube ich. Definitiv. Ich glaube, du hast alles gesagt, um Khalil zu beschreiben. Sehr, sehr guter Athlet. Durchtrainiert bis auf die Knochen. Jeder, der bei Sascha trainiert, weiß, welche Qualen in der Vorbereitung durchleben muss. Dementsprechend ist er fit heute, um alles zu geben. Ich glaube, wir dürfen seinen Bodenkampf, seinen Ring nicht unterschätzen. Der Junge hat hart daran gearbeitet. Wir werden sehen, wie gut es funktioniert. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich kenne ihn bis jetzt nur als Standkämpfer. Basler Kaev wird heute sein Ground Game testen. Was glaubst du, kann er da mithalten? Ja, gegen den klasse Ringer ist es immer schwer. Wäre schon echt stark, wenn er die Takedowns verteidigen kann und da im Striking Schaden anrichtet. Das Schöne in dem Sport ist, es kann alles passieren. Man kann nicht wirklich was voraussagen. Ich würde sagen, nach der ersten Runde sage ich dir mehr. Auch schon los. Jeder Kampf beginnt ja nun im Stand. Also Vorteil erstmal für Khalil Elbai, der hier wirklich in seinem Element ist. Ein hervorragenden Striking Coach in seiner Ecke hat mit Sascha Poppendiek und all das, was er da eingetrichtert bekommt, auch hervorragend Umsätze. Sehen wir diese tolle Kulisse nochmal. Seebühne, blauer Himmel. Die MMA-Götter sind uns heute gnädig, nachdem es morgens noch gewittert hat und gegossen hat wie aus Eimern. Ja, Dennis bewegt sich aber auch sehr, sehr stark im Stand. Ja, und es ist eben im MMA, und das haben viele in den letzten Jahren auch gelernt, viele starke Ringer, reicht es eben nicht nur gute Takedowns zu haben. Du musst die halt auch timen können, du musst die platzieren können, du musst dich gut bewegen können, um überhaupt erstmal dazu zu kommen, einen Schuh zu setzen. Viele von den jungen Burschen, die können das heutzutage hervorragend, weil die es von der Pike auf gelernt haben. Die können mitstriken, die können Schläge meiden, die können darunter abtauchen. Ja. Deswegen lässt sich das Ringen von denen auch immer schwerer neutralisieren. Das heißt, Takedowns verteidigen, klar, das wird heute oberstes Ziel sein von Elbai, aber einfach wird es mit Sicherheit nicht. Der landet hier aber erstmal die ersten Treffer. Schön gemacht. Ja, gefährlich wird es, wenn der Gegner auch mitstrikt und du quasi nicht weißt, wann kommt der Takedown. Macht Dennis hier sehr, sehr stark. Schönes Striking. Geht gut nach vorne und beide haben wirklich saubere Beinarbeit. Oh, und da klingelt er Bayern mit dem linken Haken. Und das ist noch so ein Vorteil, den die Ringer haben. Die haben Power ohne Ende. Das ist alles ein bisschen hölzern. Aber wenn sie treffen, dann wird es häufig dunkel. Aber Elbay hat sich hier gesammelt, ja, geht Khalil zum Rücken. Rettet sich in den Takedown und kommt zum Rücken. Schreckmoment für Khalil Elbay, der mal kurz angenockt wurde. Ja, und jetzt muss Khalil antworten. Dennis am Schwingen, aber er trifft halt auch. Harte, gute Schläge. Oh! Khalil ihn jetzt gut aufs Kinn getroffen. Und da kam der Takedown von Dennis. Sehr schwer zu verteidigen. Wirklich ganz tief reingeschootet. Dennis kommt hier in die Side Control, versucht direkt den linken Arm von Khalil zu isolieren, um hier Schläge zu landen. Elbay hat Glück, dass die Runde hier gleich vorbei ist. Das heißt, er muss im Grunde nicht viel mehr machen, als ein bisschen zu sperren. Versucht jetzt hier mit dem Kimura Grip zu sweepen. Beziehungsweise sich auf den Bauch zu drehen, aber schafft es in die Pause.
sehr, also sehr stark Runde, die erste Runde. Ja, und die ist anders abgelaufen, als was erwartet hätte. Ja. Also schöner linker Haken von Basnakajew. Auf der anderen Seite aber auch gut reagiert von Elbay, der so nach diesem ersten Schrecken sich sofort wieder gesammelt hat, zum Rücken gegangen ist. Wir schauen noch mal rein. Das war aber auch ein Schwinger, meine Fresse. Ja, sehr, sehr gut getroffen. Das muss man Dennis lassen. Auch hier gut den Takedown verteidigt. Stark von Kalli wiederum, dass er dann noch zum Rücken gekommen ist. Also was ein Scramble. Guter Takedown aber auch von Basnakajew dann. Das war jetzt gegen Ende der Runde. Dann war die Runde vorbei. Ja, im Grunde hat Elbay Glück gehabt, dass Basnakajew ein bisschen zu viel wollte. Der ist dann relativ blind hinterhergestürmt, nachdem er ihn angeklingelt hat. Wollte den Sack zumachen und ist dann quasi in den Takedown gelaufen. Beziehungsweise in den Takedown-Versuch. Zweite Runde jetzt für diese beiden. Das wird, glaube ich, nochmal richtig spannend. Ja, hier ist noch alles offen. Also Elbay scheint jetzt ja auch ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja, tasten sich wieder beide ab, bewegen sich beide sehr, sehr gut. Man sieht schon, Basnakajew, der wartet nur drauf, die nächste Bombe ins Ziel zu bringen. Wurde da kurz ermahnt, die Finger nicht nach vorn auszustrecken vom Referee Ceyhan Göckel. Den seit seinem letzten Auftritt bei NFC im März viele den deutschen Herb Dean nennen. Elbay ist hier wieder mit einem gut getimten Schuh. Oh, und er bringt was in der KF runter. Khalil arbeitet jetzt hier daran, den Rücken zu bekommen. Wichtig ist, nicht überstürzen, nicht direkt zum Schock zu gehen, sondern erst die Position zu sichern. Scheint so, als würde Dennis ihn abschütteln können. Ja, in der Ecke ruft Niklas Stolze, in der Ecke von Elbay, ganz verzweifelt, zieh ihn auf dich drauf. Das versucht Elbay hier, verliert ihn dabei aber. Und jetzt hat er Basnakajew auf seinem Rücken. Ja, stark verteidigt er, sehr gut den Takedown. Daran an den Käfig zu kommen, das erleichtert ihm auf jeden Fall das Aufstehen. Also die Ecke von Elbay will hier unbedingt, dass er aufsteht, dass er zum Zaun robbt und sich hocharbeitet, aber das ist alles andere als leicht. Basnakajew belastet da gut von oben. Er macht nicht viel Schaden, aber er pinnt ihn einfach fest. Ecke von Dennis wiederum sagt ihm, er soll schlagen, er soll Schaden anrichten. Ja, es ist so eine Krux, weil genau wenn er das macht, hat Elbay den Platz, den er braucht, um aufzustehen. Ja, genau. Starke Macht, hier noch hochzukommen, ist sehr wichtig. Ja, eigentlich gut gemacht, der Takedown von Elbay, lässt sich dann aber am Boden, rutscht runter sozusagen vom Rücken des Gegners. Und ist seitdem im Verteidigungsmodus gewesen, also schwer zu werden, der Durchgang. Wir gucken mal rein. Ja, wirklich sehr, sehr knapp. Sehr ausgeglichene Runde. Ich glaube, die Entscheidung bringt die dritte Runde. Ja, wir haben die Szene nochmal gesehen, er war da auf dem Rücken, ist dann so ein bisschen zur Seite runtergerutscht, hat es geschafft, ihn auf sich drauf zu ziehen. Hier der Takedown, aber gut verteidigt, indem er zum Bein geht. Ja,
Also Tom Höhlemann sagt, die dritte Runde entscheidet. Die kommt jetzt. Die letzten 3 Minuten im Contender-Bereich. Los geht's. Also Wassner Kaif hat auch keine Angst, damit zu schwingen. Das muss man ihm lassen. Boah, sehr, sehr stark gemacht von Fali. Schön den Takedown verteidigt und dann selbst geworfen. Allerdings landet er jetzt in der Unterlage. Wird ja auch sofort vom Zaun weggezogen von Wassner Kaif, der da geistesgegenwärtig ist. Ja, der hat aus der zweiten Runde definitiv gelernt. Wie Fali das Aufstehen erschweren. Der Ball macht das gut. Er geht immer wieder sofort zum Kimura Grip, um da irgendwie einen Hebel zu haben zum Sweepen. Aber auch das verteidigt Wassner Kaif sehr, sehr gut. Ist ein sehr, sehr zäher Bursche. Kräftiger Kerl auch, man sieht es. Und jetzt ist Wassner Kaif hier am Zaun, aber die Zeit läuft ihm davon. Das jetzt hier extrem kräftezehrend, was die beiden Jungs hier machen. Ja, aber Wassner Kaif ist die ganze Zeit am Drücker. Er hat sozusagen, er ist der Aggressor. Er versucht hier die dominante Position zu behaupten. Das merken sich natürlich auch die Judges. Und in einem engen Kampf können das dann die entscheidenden Sekunden sein. Ja, definitiv. Da gehe ich voll mit. Khali muss jetzt hier in der letzten Minute irgendwie noch was anstellen, um den Kampf zu beenden. Da lösen, schafft das aber nicht ganz. Wassner Kaif bleibt da dran. Schöne Knie auch zum Körper vom Stuttgarter. Und da ticken die letzten Sekunden dieses Kampfes. Gibt es nochmal einen Ausheber? Nein, Elbay verteidigt. Ja, was ein starker Amateurkampf. Beide sehr, sehr stark gemacht. Ja, am Ende war es tatsächlich das Ringen von Dennis Wassner Kaif, das hier den Unterschied gemacht hat. Und ich glaube, Elbay war einfach ein bisschen zu gehemmt im Stand, nachdem er diesen linken Haken in der ersten Runde bekommen hat. Deswegen hat er in der zweiten sich gar nicht mehr getraut, von Beginn an Druck zu machen. Und das war am Ende sein Untergang. Ja, definitiv. Thank you.
UFC 15 am 23. September in der Krugerhalle in Essen. Die stabilste Fightcard des Jahres. Vladimir Rodenko gegen Florian Lindig. Das erbitterte Rematch um den NFC-Titel gegen Bellator. Max Holzer gegen Maurice Adolf. Wer wird sich zum neuen Champion in Bantam gewinnen? David Valeski gegen Simon Schuster. Zwei Naturgewalten knallen im Schwergewicht aufeinander. Daniel Agaye gegen Benny Bayrami, der Fliehen des Jahres. Das wurde genug. Jetzt endlich ihr Kämpfer. NFC 15 in der Krugerhalle in Essen am 23. September. Das ist Ihr Sieg. NFC The Cage Fight Night wird präsentiert von La Onda Sportakademie, SBB Segmentbehälterbau, Bank of Hair, die Fight Chain und Ringline Fightwear. Ihr habt Bock auf Beef? Ich hab euch gesagt, man darf auf Beef gehören! Mike! Ab jetzt ist Primetime bei Kreuzers und NFC. Pound for Pound, das beste Fleisch. Fisch, Gemüse mit einem Angebot, das reinhaut. Mit dem Code MMA gibt es die Prime-Mitgliedschaft im Wert von 99 Euro komplett umsonst. Als ob mir gleich die Tränen kommen. Als Prime-Mitglied bekommt ihr bei Kreuzers dauerhaft 20% auf alle Lebensmittel. Kreuzers und NFC, das perfekte Matchup. Also ab auf kreuzers.eu, Code MMA eingeben und Zuschlag. Und Kakulov, oh, Kakulov ist angeklingelt! Mein Name ist Max Merten. Ich bin Geschäftsführer der NFT Gyms. Du kommst mit deinem Ziel zu uns und wir bauen den Weg. Auf deinem Weg lernst du Respekt, Disziplin und Stärke, Eigenschaften, die einen wahren Champion ausmachen. Deine Zukunft hast du in der Hand. Also ball deine Faust und jage deinen Traum. NFC The Cage Fight Night. Am 29. Juli in der atemberaubenden Seebühne in Magdeburg. Mit dabei Pantelei Taran, Emilio Kisua, Kevin Enz, Karan Mosebach, Arian Topalai, Lasha Abramishvili und viele, viele mehr. NFC und The Cage live bei Fighting auf YouTube oder als Pay-Per-View auf fighting.de. Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zur NFC The Cage Fight Night hier im wunderschönen Elbauenpark in Magdeburg. Lange hat es gedauert, dass Lokalheld Sascha Poppendick hier wieder großen Kampfsport nach Magdeburg bringt. Heute ist es soweit und das in Zusammenarbeit mit NFC. Ihr zu Hause wundert euch vielleicht, wer das hier an meiner Seite ist. Normalerweise steht hier Andreas Kraniotakis, der ist heute im Urlaub. Deswegen haben wir uns einfach Deutschlands bestes Nachwuchsschwergewicht geholt. Tom Höhlemann, der ebenfalls hier in Magdeburg trainiert. Tom, hallo erstmal. Schön, dass du heute hier bist. Was erwartet uns heute hier an diesem historischen Abend? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe es glaube ich schon fünfmal bei den Amateurkämpfen gerade eben gesagt, wir haben eine richtig krasse Fightcard, richtig starke Jungs sind heute dabei. Dementsprechend meiner Meinung nach das beste deutsche Event dieses Jahr. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ja, wir haben einige starke Jungs auf der Card. Wir haben 4 Amateurkämpfe, Contender-Fights gerade gesehen. Jetzt stehen noch 9 Profikämpfer an. Dabei sind 3 Lokalmatadoren hier aus Magdeburg. Ich persönlich zum Beispiel freue mich schon lange auf das Profidebüt von Karan Mosebach. Bundesliga-Ringer, deutscher Meister gewesen im Ringen.
im MMA eine absolute Wucht. Heute sein Profidebüt gegen den starken Ringer aus München. Was erwartet uns? Ja, Karan, absolute Maschine. Ich gehe davon aus, er wird den Kampf vorzeitig beenden. Viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, wir lassen uns einfach überraschen. Ja, lassen wir uns überraschen. Eine der größten Überraschungen im Profibereich in diesem Jahr war Lascha Abramishvili, auch hier aus Magdeburg. Der hat Anfang des Jahres mit Kuschet Kakarov, einen international erfahrenen Superstar, kann man sagen, an den Rand einer Niederlage gebracht bei NFC 12. Jetzt ist er zurück, kämpft hier heute um den Titel von The Cage gegen den starken Brasilianer William Valentim. Das ist unser Co-Main-Event des Abends und im Hauptkampf wird ein weiterer Sohn unserer Stadt antreten, Emilio Kisua. Und der bekommt es zu tun mit Georg Bilogrevic. Bilogrevic, ein starker Hauer. Das wird nicht einfach heute für Emilio. Ja, das ist definitiv ein Highlight-Kampf, einer von vielen. Emilio auch ein Trainingspartner von mir. Der Junge hat wirklich Dampf in den Fäusten. Georg wahrscheinlich genauso. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, und ihr seht, die MMA-Götter, die Wettergötter sind uns auch gnädig. Die Sonne kommt raus, pünktlich zum Start der Maincard. Wir haben 9 Profikämpfe vor uns. Schön, dass ihr hier in der Seebühne mit dabei seid. Schön, dass ihr dabei zu Hause mit am Start seid. Viel Spaß mit den Pro-Fights des heutigen Abends. Yeah. Донний вогель і ці час, катомку на плечо, боль в груді там ти нічок, відкритий фонки ні ключом, сколько мені що, перелет коробки брудник, довгий пильний час, фургон набит коробками з мерчом, вірим под фарки, наші посилі портативними не стрілю два пути. Der Maxe, wenn man so will, denn er trifft auf Max Kick, der ja heute sein Profidebüt geben wird. Berber kommt aus Halle, es gibt ja so ein kleines eine kleine stete Rivalität zwischen Magdeburg und Halle, ist dort schon seit vielen, vielen Jahren in der Kampfsportszene aktiv. Ich selbst habe sehr, sehr oft schon mit ihm gemeinsam trainiert. Ist auch ein erfahrener Mann, schon 2017 hat er Kämpfe bestritten, war eine längere Pause gehabt. Jetzt zuletzt immer wieder bei einer anderen deutschen Organisation in Aktion gewesen, jetzt zum ersten Mal bei NFC zu sehen. Seine Bilanz offiziell, 3 Kämpfe, 2 Siege, repräsentiert Street Combat aus Halle. Aber mit Max Pick hat er eins der vielversprechendsten jungen Talente aus Deutschland in dieser Gewichtsklasse heute vor der Brust. Ja, wir sehen es, der erste Profikampf, also keine Schienbeinschützer mehr, kleinere, dünnere Handschuhe. Und die Kämpfe jetzt natürlich auch wieder angesetzt auf 3x5 Minuten, also MMA, wie wir es kennen. Ja, was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist Ellbogen und Knie zum Kopf. Kann sehr, sehr viel Schaden anrichten. Dem Spitfire Gym in Berlin mit seinem Profidebüt im Amateurbereich extrem erfolgreich gewesen. Auch hier bei The Cage gekämpft im vergangenen November. Ein Haufen starke Siege geholt, am Boden gefährlich, im Stand, gute Beinarbeit. Hat ein sehr, sehr starkes Team im Rücken. Wir sehen hier Jigit Muck den Kopf des Berliner Spitfire Gyms in der Ecke. Außerdem Emerson Falcao, der unter anderem schon José Aldo trainiert hat und viele andere Legenden. Also die haben einen starken Trainerstab in Berlin, die haben sehr, sehr starke Kämpfer in Berlin, mit denen sie täglich trainieren können. Max Pick, ein Riesentalent, das wird nicht einfach heute für Max Baerbeis. Ja, definitiv. Spitfire Gym, eines der besten Gyms in Deutschland, meiner Meinung nach Top 3, auf jeden Fall. Haben sehr, sehr starke Jungs. Wir haben ja das Duell Max gegen Max. Ich bin gespannt, was bei rumkommt.
hier nochmal die Gegenüberstellung. Beides junge Sportler, fast gleich groß, gleich schwer. His record, 3 fights, 2 victories, representing Stream Combat System from Holland, Max Bimmer! And it's a woman, and the red corner is 23 meters young. He stands 1.7 meters tall and weighed at 66.1 kilograms. He is making his pro debut tonight, representing Spitfire Gym from Berlin, Max Bimm! Ja, laut unseren Informationen suchen beide den Bodenkampf. Ich bin gespannt, wie der Kampf die ersten Minuten verlaufen wird. Wie sich hier beide hauen werden oder doch eher zu Boden gehen. Also Pick ist ein sehr, sehr starker Striker, aber ich glaube, er wird keine Sekunde zögern, das Ding auf die Matte zu verlagern. Auf der anderen Seite muss man sagen, Baerbak, einer, der Kämpfe lieber am Boden entscheidet, der gern selbst den Takedown sucht, der gern Top-Position sucht, der gern mit Ground and Pound arbeitet, Chokes und andere Submissions sucht, auch aus der Unterlage nicht ungefährlich ist mit Submissions. Oh, guter Treffer von Pick, ja. Also Pick, würde ich sagen, hat im Stand schon eher Vorteile und sobald er das hier merkt, wird er die mit Sicherheit auch versuchen zu nutzen. Baerbak auf der anderen Seite bei der Ankündigung gerade. Man hat richtig gesehen, wie sehr der Bock hat. Ich glaube, der genießt den Moment hier gerade. Keine Spur von Anspannung. Diesen Moment natürlich auch für ihn hier nahe der Heimat zu kämpfen auf so einer großen Bühne. Er ist der Größere der beiden. Auch das sieht man. Auch wenn er auf dem Papier nur 1 Zentimeter größer ist. Das sieht schon deutlich mehr aus, wenn man ihn jetzt hier so im Käfig sieht. Ja, das kann aber auch am Stand liegen. Machen sich hier beide nicht wirklich groß, wollen natürlich den Takedown des anderen verteidigen können. Pick zuletzt in Aktion gewesen im März bei der EMC Talents Veranstaltung, hat dort durch Armbar gewonnen in der dritten Runde, also der ist auch bis zum letzten Durchgang gefährlich. Ja, und Baerbak freut sich die ganze Zeit, der hat die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Ich sag's doch, total locker drauf, der genießt, richtig Spaß zu machen. Genießt den Moment hier, aber so soll's auch sein. Hat seinen letzten Kampf im September letzten Jahres bestritten, also fast ein Jahr her. Durch Ground and Pound in der ersten Runde gewonnen. In, wie gesagt, einer anderen deutschen Veranstaltungsreihe. Jetzt hier mit seinem NFC-Debüt. Vielleicht auch deshalb das Lächeln. Und er arbeitet hier gut mit der Führhand. Stopp, pickt da immer mal wieder. Und jetzt wagt er sich mal nach vorn. Ja, starke Treffer, definitiv. Scheinen sich beide aber auch im Stand sehr wohl zu fühlen. Suchen hier beide noch nicht den Bodenkampf. Ja, Baerbak hatte auch starke Unterstützung in seiner Ecke. Paulo da Silva, ein Schwarzgurt aus Brasilien, der aus dem Dunstkreis der Nogueira-Brüder kommt, viel mit Anderson Silva trainiert hat, irgendwie bei einem Ausflug nach Deutschland beschlossen hat, er bleibt jetzt hier, lebt jetzt in Halle, verstärkt dort das Team als Grappling-Coach. Bis dato hatten die noch keinen Schwarzgurt bei sich, jetzt haben sie mit da Silva guten Support. Schöner Schuss und auch sehr, sehr starker Takedown von Max Pick. Pick versucht hier direkt am Zaun die Guard zu passieren. Einfach drüber zu steigen in Mount. Also versucht hier sozusagen sich die Mount mit der Brechstange zu holen, so kann man es fast schon formulieren. Ja, da merkt man schon den Unterschied zu den Contender-Fights. Die Runden deutlich länger, also noch viel mehr Zeit zu arbeiten jetzt für Pick, der es jetzt in die Side-Control geschafft hat und direkt in die Mount passiert. Aus der Neon Valley, sehr, sehr schön gemacht.
Blut aus der Nase, aber schon vom Berliner. Da ist sicherlich eine von diesen drei Händen durchgekommen. Ja, im Stand hatte mit dem Baerbock ihn da verfolgt schon, hat. Ja. Genau, wurde gut Schaden angerichtet. Aber jetzt ist Pick derjenige, der den Schaden bringt. Ellbogen von oben. Ja, und diese kleine Bewegung reicht auf jeden Fall schon aus, um Cuts zu öffnen. Schafft es hier zum Rücken zu gehen. Sehr, sehr dominante Position. Und es sieht aus, als wäre der Choke drin und das war's. Hat das sofort getappt. Also das Ding muss auch sofort richtig gesessen haben. Der Arm war sofort unterm Kinn, das saß sofort, ja. Erster Pro-Kampf, erstes Finish in der ersten Runde. So kann es weitergehen. Kann man mal machen. Und er hat vor allen Dingen auch ein bisschen Schaden kassiert. Das heißt, er musste auch so ein bisschen durchs Feuer gehen. Er hat das jetzt nicht geschenkt bekommen. Von daher gute Lernerfahrung auch. Für Pick. Baerbock scheint auch nicht allzu traurig zu sein mit der Niederlage, hat immer noch ein Lächeln auf den Lippen, ist eine Frohnatur und du, hat da einem der talentiertesten jungen Federgewichte in Deutschland definitiv die Nase zumindest mal blutig gehauen, wenn nicht sogar angebrochen. Das nimmt er zumindest mit nach Hause. Als Favorit heute rein, hast das Ding auch in der ersten Runde beendet, aber Geschenk gekriegt hast du es nicht, wa? Nein. Also erstmal vielen Dank an Max. Ja, er ist so ein netter Typ, respektvoll im Cage, außerhalb vom Cage. Also wirklich vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken bei meinem ganzen Team, Spitfire, alle meine Trainingspartner, alle meine Trainer, meine Familie zu Hause, alle haben mich unterstützt. Ich habe wirklich 6 Wochen mein ganzes Herz in diese Vorbereitung reingesteckt. Und ja, ey, ich freue mich. Ich freue mich einfach und ich will so schnell wie möglich wieder kämpfen. Ja, großen Applaus. Jetzt ist so ein Wechsel ins Profilager natürlich auch immer ein neues Kapitel, der Beginn einer neuen Ära, wenn man so will. Die Kämpfe sind ein bisschen länger, es kann mehr gemacht werden, das Regelwerk ist ein bisschen liberaler. Du sagst, du möchtest so schnell wie möglich wieder kämpfen. Wann sehen wir dich wieder? Wie geht's der Nase? Was ist da passiert? Wann können wir das nächste Mal mit dir rechnen? Ja, der Nase geht's gut. Mama, alles gut zu Hause. Ja, so schnell wie möglich. Ich mache jetzt erstmal eine Woche Urlaub und dann gucken wir weiter. Hast du dir verdient. Großen Applaus für Max Pick. Der Bock auf Beef. Ab jetzt ist Prime Time bei Kreuzfeld und NFC. Pound for Pound, das beste Fleisch, Fisch, Gemüse mit einem Angebot, das reinhaut. Mit dem Code MMA gibt es die Prime-Mitgliedschaft im Wert von 99 Euro komplett umsonst. Also, wenn als Prime-Mitglied bekommt ihr bei Kreuzfeld dauerhaft
20% auf alle Lebensmittel. Kreuzers und NFC, das perfekte Matchup. Also ab auf kreuzers.eu, Code MMA eingeben und zuschlagen. Und Köpfe auf den Sand geklingelt! Der Kampf ist dann auch gleich mal einer der Geheimfavoriten des Abends hier heute, Finn Griesmann. Hier sehen wir ihn, bekommt es zu tun mit Kevin Enns, der ja auch langjähriger, erfolgreicher Amateur war. Und der Teamkollege von Finn Griesmann, Max Holzer, den du ja selber auch ganz gut kennst, der hat den Kampf so kommentiert. Zwei hässliche Typen werden sich richtig aufs Maul hauen. Was denkst du, hat er recht? Ich glaube, Max hat vollkommen recht. Wie du gerade gesagt hast, ich habe gute Kontakte auch nach Hannover. Man sieht gerade den Trainer David Palokai und mit dem habe ich im Vorhinein gequatscht. Und der hat mir erzählt, ich möchte ihn zitieren, ich möchte Finn auf jeden Fall nicht beleidigen, dass Finn behindert ist. Der ist ein Psycho, der wird zum Tier im Käfig. Ich bin gespannt, was er heute davon zeigen wird. Auch Jakob Luft, Bundesliga-Ringer, Bundesliga-Boxer, sehr, sehr erfahrener Mann. Das Trainerteam aus Hannover ist wirklich sehr, sehr stark. Die haben richtig gute Jungs dabei. Ich bin gespannt, was wir jetzt sehen werden. Ja, tritt ja an zu seinem bereits zweiten Profikampf für den Griesmann. Den ersten hat er gewonnen nach Punkten gegen Drago Dimitrov. Das war eine richtige Ballerei. 24 Jahre ist er jung, du hast es gesagt, aus Hannover. Auch er hat einige Amateurerfahrung auf dem Buckel, wenn auch nicht so viel wie Kevin Enns. Und ja, er ist dieser Psycho, der nur den Vorwärtsgang kennt, der Bock hat, das Ganze zu einer Schlacht zu machen. Die Frage ist, ob sein Gegner Kevin Enns ihm das heute erlauben wird. Denn Enns ist ein Stratege, er ist ein Techniker, er kann auch mitrollen, aber er sollte es nicht gegen einen guten Brawler wie ihn. Ja, gehe ich vollkommen mit. Bin gespannt, ob Kevin sein Spiel durchbringen kann. Wie schon erwähnt, auch Kevin ein sehr, sehr starker Mann. Aber dazu kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Kevin Enns mit seinen 24 Jahren der jüngste BJJ-Schwarzgurt in Deutschland. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Amateur, einen Contender in Deutschland, der mehr Erfahrung im Amateurbereich gesammelt hat als ihn. Er hat schon im Amateurbereich Riesenkämpfe bestritten, unter anderem gegen Karan Mosebach, aber auch gegen viele andere im Ausland trainiert und so. Hat also dieses Amateur-Game schon betrachtet oder ist es schon angegangen, als wäre es ein Profi-Geschäft. Jetzt ist er bei den Profis. Auch er hat seinen ersten Profikampf gewonnen. Das ist hier sein zweites Duell und ich bin sehr, sehr gespannt, welches dieser jungen Talente hier heute die erste Niederlage kassiert. Du hast es gesagt, Kevin, auch oft im Ausland unterwegs, war jetzt zuletzt wieder im Austergym in Schweden, in Stockholm, hat sich da vorbereitet. Wir waren beide schon zusammen in Schweden letztes Jahr, haben 3 Wochen da trainiert. Kevin ist wirklich ein richtig fleißiger Junge, jeden Tag am Trainieren, bringt Talent mit unharter Arbeit, eigentlich unschlagbar. Dementsprechend bin ich gespannt, was er heute zeigen wird. Ja, und er hat in dieser langen Amateurkarriere eben schon so viel gesehen und erlebt, dass es schwer wird, den noch mit irgendwas zu überraschen. Herr Kevin, seinen letzten Kampf bei Wheel of MMA bestritten, in der ersten Runde durch Armbar gefinisht. Da hat er gezeigt, was er am Boden kann. Ich bin gespannt, ob er es heute zeigen wird. Und hier sieht man nochmal die Gegenüberstellung. Beide 1-0. Eine 0 wird heute fallen. This next battle is a catchweight fight with a 74-kilogram weight limit. The fighter in the blue corner is 24 years young. He stands 1.75 meters tall and weighing at 74 kilograms. His record, 1 fight, 1 victory, representing Fight School Hannover, Finn Griesmann! And his opponent in the red corner
1.79 meters tall and weighing at 73.8 kilograms. His record, one fight, one victory, representing Academy of Martial Arts and Spitfire Gym from Dresden, Kevin Ernst. Your referee, Chehan Gökhan. Also, Fight of the Night Contender, das kann man vorher schon sagen. Gucken wir mal. Degen gegen Streitaxt, Kevin Enns gegen Finn Griesmann. Das zumindest sagen viele aus ihrem Umfeld. Ja, ich gehe vollkommen mit. Meiner Meinung nach wirklich Fight of the Night. Kevin versucht hier auf den Takedown zu gehen, sehr früh schon. Und kriegt den Takedown auch durch. Geht er auch sofort zur Guillotine. Aber Griesmann kommt nochmal raus. Ich sag's nochmal, jüngster Black Belt in Deutschland. Heel Hook versucht direkt von Enns. Oh, der sieht tief aus. Aber Finn kommt da nochmal stark raus. Und einen Fehler, den Kevin Enns im Amateurbereich vielleicht manchmal gemacht hat, ist, dass er ein bisschen langsam in die Gänge gekommen ist, manchmal ein bisschen zu verhalten war. Das hat er hier heute überhaupt nicht getan, ganz im Gegenteil. Sofort den Takedown gesucht. Aber jetzt ist hier Griesmann erstmal am Drücker. Genau. Ich wollte gerade sagen, der ist sehr, sehr schnell gestartet. Ja. Muss tatsächlich aufpassen, sich hier nicht zu überpacen. Aber Finn konnte den Kampf erstmal ein bisschen entschleunigen. Ja, und vor allen Dingen zu seinen Gunsten auch erstmal drehen. Jetzt hat es hier Griesmann mit einem Takedown versucht. Und wieder aber die Guillotine von Enns. Und Enns die scheint eng zu sein. Gut verteidigt und hat ihn wieder im Bürger. Die scheint eng zu sein, aber Finn arbeitet noch an der Verteidigung. Ich glaube, es ist wieder der Arm mit drin. Wie schon bei der ersten, jawohl. Da sehen wir es nochmal. Und Enns muss aufpassen, sich hier nicht zu verausgaben. Die Hände sind nicht mehr zusammen. Dementsprechend auch keine Gefahr für Griesmann eigentlich. Ja, Griesmann hat auch einen relativ kräftigen Nacken. Wie gesagt, der Arm dazu mit drin. Sehr, sehr schwer, das durchzubringen. Enns, ein versierter Bodenkämpfer, aber du sagst es, er verschwendet hier natürlich viel Kraft in den Armen. Und Griesmann kommt da raus. Aber es zeigt auch, wie gefährlich Enns am Boden ist. Also der greift wirklich nach jeder Submission. Und wenn die erste, die zweite, die dritte nicht klappt, die vierte ist am Ende drin. Und da muss Griesmann wirklich aufpassen, dass er hier in keine Submission läuft. Macht das Ground and Pound vom Hannoveraner. Ja, knapp die Hälfte von der Uhr und beide atmen schon durch. Ring kostet extrem viel Kraft. Schöner Bodykick von Enns da durchgekommen. Vom Rechtsausleger gegen den Linksausleger. Jetzt wechselt er selbst wieder in die Linksauslage. Ja, und Griesmann schaltet so langsam in den Psycho-Modus. Ja. Der nimmt die Deckung runter und läuft nach vorne. Ja, will zerstören. Ja, er sieht natürlich auch, dass Enns ein bisschen schwer atmet jetzt nach diesen zwei Submission-Versuchen. Aber er bekommt nochmal den Takedown mit diesem schönen Inside-Trip. Ja, sehr, sehr starker Takedown. Hat er richtig gut vorbereitet, richtig gut gemacht. Griesmann muss aufpassen, dass er hier nicht in das Submission gerät. Ui. Wieder sehr, sehr stark von Enns gemacht, wenn er hier die Hüfte überstreckt. Backtake von Enns und er versucht erstmal gar nicht zur Submission zu gehen, sondern lässt die Schläge da regnen. Mounted Griesmann jetzt und hat immer noch über eine Minute Zeit. Das ist natürlich sein Brot und Butter hier und da ist der Bürger. Rear Naked Choke sitzt, ist das Ding drin. Und da ist der Tap. Da ist der Tap. Sehr, sehr stark von Enns gemacht. Richtig gut. Was für eine Performance von Kevin Enns, der, wir haben es gesagt, keine Zeit verschwendet hat, sofort den Takedown gesucht hat. Griesmann hat wirklich hart gegengehalten, ist gut zurückgekommen. Aber am Ende waren es die Ground Skills, die Submission Skills von Kevin Enns, die das Ding hier in der ersten Runde beendet haben. Ja,
wirklich hervorragend gemacht. Er konnte sein Gameplan durchbringen, hat den Takedown gesucht und die Submission und hat perfekt gearbeitet. Also der Dresdner bleibt ungeschlagen und holt den zweiten Sieg im zweiten Kampf als Profi mit seiner Paradedisziplin, dem Brazilian Jiu-Jitsu. NFC 15 am 23. September in der Krugerhalle in Essen. Die stabilste Fightcard des Jahres. Wladimir Holodenko gegen Florin Lindé. Das erbitterte Rematch um den NFC-Titel im Weltergewicht. Marc Holzer gegen Maurice Ador. Wer wird sich zum neuen Champion im Bantam gewinnen? David Walewski gegen Simon Schuster. Zwei Naturgewalten knallen im Schwergewicht aufeinander. Daniel Agaye gegen Benny Bayrami, der Beat des Jahres. Es wurde genug gegeben. Jetzt wird endlich gekämpft. NFC 15 in der Grugerhalle in Essen am 23. September. Das wir sehen.
Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Es ist mir egal, wie stark du bist. Ja, ihr habt gehört, die nächste NFC-Veranstaltung, die gibt es am 23. September in der Guggenhalle in Essen. Riesenkart. Max Holzer kämpft gegen Morisado um den Bantamgewichtstitel. Und es gibt also Rematch zwischen Wladimir Holodenko und Florin Sendeli. Das dürfte eine zünftige Hauerei werden. Genauso wie dieser Kampf jetzt hier. Tom Oehlemann, ein Mittelgewichtsduell zwischen Hassan Almemar, hier sehen wir ihn, und Peter Njari. Zwei richtige Haudegen. Ja, ich wollte es gerade sagen, das sind zwei richtige Klopper. Hab zuletzt oder vorhin mit dem Trainer von Peter gesprochen.